Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich gestern einen Tag ausgesetzt. Ich musste Platz und Ordnung schaffen. Das heißt, die ganzen Teile, die ich letztens bekommen habe, also diese letzte Ladung mit den Elysio-Teilen, musste ich verstauen. Das heißt, das stand alles draußen und hat unseren Garten blockiert, wo ich jetzt gestern ein bisschen Hand angelegt habe und da erstmal Ordnung reingebracht habe, weil langsam beginnt der Sommer oder die Sommerzeit kommt näher. Das heißt, wir möchten hier auch mal im Garten sitzen. Vielleicht mit den ein oder anderen von euch sogar. Wer weiß. Auf jeden Fall ist es soweit. Mein Paket ist eingetroffen. Was ist in diesem Paket? Wir gucken jetzt rein. Der Motor liegt hier auch. Und ja, ich glaube, ich muss den doch weiter reinigen, bevor ich hier weitermachen kann. Wir schauen uns das mal an. Also, ja, hier hinten geht es ja einigermaßen, obwohl da ist auch ganz schöner Peak drunter. Aber hier, da möchte ich erstmal richtig Ordnung schaffen. Ich leuchte da mal näher oder ein bisschen weiter vor hier. So, das muss ich erstmal alles richtig reinigen, bevor ich hier überhaupt richtig arbeiten kann. Ihr seht, das sieht wirklich nicht schön aus. Aber ich brauche Benzin, weil ich wasche am liebsten mit Benzin. Das macht den Motor richtig schön sauber. Ich denke mal, ja, man sollte ihn sauber machen. Aber wenn wir schon so weit sind, dann kann ich doch hier gleich noch mal was hinterwerfen. Und zwar Rostlöser. Hier vielleicht auch noch mal zwischengehen. Ja, das läuft sogar in den Motor rein. Das läuft hier Richtung Motor rein. Ja, weil die Hälfte fehlt. Aber das soll nicht das Problem sein. Auf jeden Fall geht es dann mit dem Motor weiter. Und das ist das Paket, was ankam. Habe ich das nicht schön rot gegrünt? Also Peter dürfte ohne weiteres lesen. Und schaut mal, was da drin ist. Er ist endlich angekommen. Ich hoffe, das Ding ist auch so, wie ich es ja verlangt habe. Lassen wir uns mal überraschen. So, Cuttermesser gerade so mit der Spitze hier raus. Nicht zu tief, immer schön flach halten die Spitze und einmal schneiden. Also, laut Internet soll dieser Sauger einen eigenen Motor haben. Hier habe ich natürlich was mit Vakuum gelesen. Mal gucken. Aber ihr wisst, mein Englisch ist sehr schlecht. Deshalb, wir öffnen das Paket mal und gucken lieber doch mal rein. Okay, es ist ein Motor drin. Also, alles richtig gemacht. Und rausnehmen. Das Teil ist gar nicht so riesig, aber ich stelle ihn mal hier mal den Karton weg. Hier ist nichts mehr drin, außer noch Luftpolster. Also zur Seite damit. Und hier steht er nun. Unser Vakuumsauger. Ja, aussehen tut er so schon nicht schlecht. Ja, oben Kunststoff, Plastik, aber auch ein Griff dabei. Und ein schön langer Schlauch. Nein, nicht Schlauch. Ein schönes langes Stromkabel. Naja, ein Tag aussetzen macht sich anscheinend bemerkbar. Wir öffnen das Teil mal, weil wir brauchen ja noch die Teile, die hier drin sind. Also, Deckel ab. Gucken. Ja, das sieht gut aus. Und ein Päckchen ist hier drin. Hier ist sogar der Filter dabei. Ja, mit Klettverschluss.
den lassen wir jetzt erstmal so sitzen und schauen dann mal, weil wir müssen noch was aussaugen, bevor ich überhaupt das Teil anschließen würde, weil er jetzt so recht schön sauber ist, habe ich damit noch was vor. Ihr wisst, meine Kabine ist noch ein bisschen undicht. Das bedeutet natürlich, okay, was ist das denn hier für ein Rohr? Da muss ich doch gleich mal reingucken. Oh, aus Alu. Ja, das ist Alu. Gut, haben wir eine Gebrauchsanleitung und der Schlauch. Jetzt heißt es natürlich, dieser Schlauch muss dann später an die Sandstrahlkabine dran. Das wird wohl nicht reichen. Es sei denn, ich würde mir was dafür bauen, von der Höhe. Aber das kann man sehen. Kann ja auch sein, dass er reicht. Auf jeden Fall wird er ganz munter hier eingesteckt und verschraubt. Ja, das war's schon. Ist nicht viel. Ja, der sollte sitzen. Ja, das hätten sie ein bisschen anders hier machen können. Aber ich gucke gerade mal. Ja, so. Ich nehme den nochmal so rum. Mal gucken, ob sich da was ändert. Nee. Nein, das wird recht locker eingehangen hier. Gut, und wir haben dieses Röhrchen hier. Das sollte dann hier wohl rein. Jawohl, geht doch. Okay, ich gucke hier nochmal. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal den Klangtest. Der muss so oder so angeschlossen werden. Also von daher heißt es Strom drauf. Hier ist mein Kabel. Das bedeutet, wir geben auf den guten Teil mal Strom drauf. Gut. Strom ist angeschlossen. Und wir schauen mal, ob er auch für diesen Zweck, wofür ich ihn einsetzen möchte, ausreicht. Ja, und mal gucken, wie laut er ist. Er wird wahrscheinlich doch ganz schön laut sein. Ja. Oh. Ja, das ist gut. Mal näher. Guckt euch das mal an. Ich mache ihn jetzt mal an und halte dann die Hand vor. Achtet mal hier oben drauf. Na, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Also, meine Kabine wird wahrscheinlich nebelfrei bleiben. Wir machen gleich mal einen Test. Ich habe hier den Karton, wo ich den Sand aufgefangen habe. Das hier ist recht sauber. Vom Boden werde ich nichts aufsaugen, garantiert nicht. Weil ich möchte ja mit dem Material, was hier drin ist, weiterarbeiten. Aber so kann ich auch die Kabine erstmal aussaugen, dass ich die Schrauben nachziehen kann. Dafür nutze ich diesen Sauger dann und zum Schluss fülle ich ihn einfach wieder in die Kabine rein und so kann ich ihn dann nochmal anschließen und dass dieser Staub in dieser Kabine immer schön abgesogen wird und ich freie Sicht habe. Das ist der Plan. Wir gucken mal, wie er das hier alles rauszieht. Dann würde ich doch sagen, fangen wir mal an.
Das sollte reichen. Mehr brauchen wir hier nicht runternehmen. Ich versuche hier mal den Schlauch so ein bisschen hier. Ja, der arbeitet schön mit, also bewegt sich schön mit. Das ist gut. So, jetzt kann ich diesen Karton leer oder zusammenfalten und er kann weg. An der Kabine ist ja auch noch ein bisschen was. Hier habe ich meinen Sauger. Und mal gucken, ob er denn das hier alles noch wegnimmt. Eben nur darauf achten, dass ich hier keine Schrammen damit reinmache, weil wie gesagt, das hier ist Alu, aber ne, möchte den Lack nicht so dolle zerkratzen. Gut, aber das sieht doch schon gut aus. Also ich habe in der Kabine eben auch ein Teil ausgesaugt, das, weil ich, oder sagen wir mal so, weil ich jetzt Anton dazu holen werde und wir die Kabine, die einzelnen Schrauben zum Teil nochmal nachziehen. Gerade was mit dem Boden zusammenhängt. Gut, nehmen wir es hier mal runter und wir gucken mal. Oh ja. Ja, hier hängt noch recht viel Sand dran. Aber hier, ich nehme das mal vorsichtig. Guckt mal, was da an Sand drin hängt. Also das hat sich doch gelohnt. Also das hat er auch ganz gut gemacht. Später braucht er ja nur noch diesen Staub einziehen und ja, keinen Sand mehr saugen, weil dafür soll er ja nicht gedacht sein. Alles vorbereitet, das heißt Staubsauger habt ihr gesehen. Jetzt rücken wir die Sandstrahlkabine nochmal ab von der Wand weg und ziehen nochmal einige Schrauben nach, in der Hoffnung, dass es dicht wird. Dazu nehmen wir ein bisschen Werkzeug, nach Möglichkeit einen Akkuschrauber und ich versuche es mit Silikon noch ein bisschen abzudichten. Ja, wie ihr seht, habe ich Anton mitgebracht und Anton unterstützt mich kurz, weil alleine schaffe ich das nicht. Ich kann nicht mit einem Arm da rein und mit einem Arm schrauben. Das funktioniert nicht. Also geht es jetzt hauptsächlich erst nochmal um die Sandstrahlkabine. Vernünftig dichten, würde ich mal sagen, und die Absaugung dran, dass man dann strahlen kann, ohne nur noch Nebel zu sehen. Ja, das wäre jetzt unsere Schandtat. Also wir rücken jetzt das Teil ab und ziehen die Schrauben so ein bisschen nach. Das war eine schnelle Sache, deshalb Anton kann ich jetzt entlassen und ich werde jetzt mit Silikon weiterarbeiten. Ich denke mal, Anton sagt euch auch nochmal Tschüss und ja, bei Gelegenheit seht ihr ihn vielleicht mal wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Ein leises Tschüss. Gut, also ich bin froh, dass Anton da war und mir schnell den Gefallen getan hat und geholfen hat. Also, jetzt ist Silikonzeit. Mach's gut, Anton. Jo, tschüss. Tschüss. Was ich jetzt machen werde, ich sauge jetzt Kante für Kante hier ab und gehe erstmal mit Silikon nach, um zu sehen, ob ich das dann auch damit dicht bekomme. Das heißt, gleich an und los. Das sieht schon mal gut aus. Das mache ich jetzt einmal ringsrum und dann ziehen wir mal weiter. Hier ist mein Silikon und ich würde jetzt von hier einen Streifen nach darüber ziehen und
habe hier auch meine Kartusche ein bisschen größer gemacht, also nicht meine Kartusche, sondern meine Öffnung, und schaue mir das mal an. Ansonsten kann ich sie noch ein bisschen mehr öffnen. Aber erstmal möchte ich sehen, taugt das auch was? Also reicht das schon aus? Hier habe ich mein Prielwasser, hier habe ich noch meinen Lappen hingetan. Das heißt, ich gehe jetzt ab dieser Ecke hier los, gucke lieber nochmal und ja, drücke jetzt hier schön meine Silikon rein. Ja, das funktioniert so schon ganz gut. Am besten auf die Knie gehen und dann Power geben. Ja, hier sind noch so ein paar Lücken drin, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt dann auf jeden Fall geschlossen. So, jetzt gehe ich nochmal entgegensetzt, also hier rein, und drücke hier nochmal richtig was nach, um dass wir auch sicher sein können, dass das zuletzt dicht ist. Gut, das sieht schon mal gut aus. Ich würde ganz gerne hier nochmal was reindrücken. Und zwar, so, das sollte reichen. Gleich wieder entschärfen und ja, den Finger nehmen und mit dem Silikon hier arbeiten. So, was Überfluss ist, nehme ich natürlich gleich weg. Das kann ich ganz gut mit dem Prielwasser machen. So, das soll ja auch trotzdem weiterhin, ja, es kippelt hier ein bisschen, weiterhin dann ordentlich aussehen. Also gehe jetzt mit meinem Finger hier nur leicht drüber, dass ich hier die Lücken, ja, das geht gut, dass ich die Lücken hier auf jeden Fall schließe. So, jawohl. Jetzt von der anderen Seite nochmal, so, hier nochmal drücken und das sieht auf jeden Fall schon gut aus. Das ist im Grunde auch eine schnelle Sache. Ja, das kann man so auf jeden Fall schon lassen. Gut. Den Überfluss nehme ich jetzt mit den Lappen ein bisschen weg. Und ja, das sieht schon recht gut aus. Finger nach. Ja, das sieht auf jeden Fall schon ordentlich aus. Also hier dürfte nichts mehr durchkommen. Gut, wie gesagt, den Überfluss ein bisschen abwischen, dass das Ganze nicht so schande aussieht danach. So, jawohl. Auch wenn das nur seinen Zweck erfüllen soll, mag ich es nicht, wenn das dann doch so verschmiert aussieht. Also, nochmal rüber. Ja, das sollte auf jeden Fall ausreichend sein. Gut, das mache ich jetzt einmal ringsrum. So konntet ihr einmal sehen. Man wird nicht jünger. Wie ich das jetzt so mache. Einmal um die Kabine rum, also einmal komplett rum bin ich gegangen und ja, ich denke mal, jetzt sollte es dicht sein. Wenn nicht, naja, dann heißt es später nochmal nacharbeiten. Aber ich bin erstmal aller guten Dinge. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wie bekomme ich meinen Schlauch zur Absaugung jetzt an die Seite dran. Tja, nächstes Stück. Jetzt ist es so, ich habe den Schlauch hier
Und der muss ja hier an die Seite. Jetzt ist die Frage, was machen? Ich habe mir hier mal sowas wie ein Adapterstück geholt, um zu sehen, was lässt sich damit hier einrichten. Ich glaube, nein, das würde zu locker werden. Wenn ich das jetzt hier reinbekäme, ja, dann könnte ich mit diesem Adapterstück arbeiten. Und das ist der Deckel. Das würde bedeuten, ich brauche jetzt den Umfang, weil ich werde jetzt hier ein Loch reinmachen, nach Möglichkeit mittig. Ich nehme jetzt hier meinen Umfang. Das läuft ein bisschen konisch. Hier das Stück, das ist konisch. Ich will mal kurz gucken. Das ist nicht viel, aber ein bisschen. Das wäre ganz gut normalerweise. 39,5 auf 40. Also, ich würde sagen, wenn ich so um die 39, wenn ich so einen Ausschneider hätte, dann würde ich das Ganze auf 39 kürzen und ich würde hier trotzdem noch drankommen. Zur Not kann ich meine Absaugung ein Stückchen unten anheben und was drunter stellen. Jetzt ist aber die Frage, habe ich was mit 39? Ja, weil hier müsste jetzt ein Ausschnitt rein von 39, ich halte das mal so, von 39 mm. Ja, das ist gar nicht so einfach. Mal gucken, was ich da so liegen habe. Hier habe ich das Loch schon drin. Es ist nicht ganz mittig geworden. Aber naja, Gott, was soll's. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Gut, jetzt habe ich schon mit meinem Parkside-Gerät schon mal hier etwas, ja, die Öffnung vergrößert. Das heißt, dieses Teil muss jetzt hier ein bisschen konisch reinlaufen. Dann habe ich das soweit dicht, wenn das jetzt natürlich auch schön rund gehalten wird. Ich mache jetzt weiter. Ihr könnt mir ja kurz dabei zusehen. Einmal anmachen und arbeiten. Immer noch mal drauf achten, dass es auch weiterhin rund bleibt. Und nicht eckig oder quadratisch wird. Wir brauchen es rund. Zwischendurch ruhig mal kurz ausmachen und wieder testen, ob das eventuell schon bald ausreicht. Ja, ich muss noch ein Stück weitermachen. Das mache ich jetzt fertig und dann sehen wir uns sofort wieder. Was natürlich schön gewesen wäre, wenn ein Bogen drin gewesen wäre, aber naja, man kann nicht alles haben. Vielleicht kann ich das später noch nachholen. So. Fertig, aber ich muss hier noch einmal mit dem Cuttermesser dran lang gehen und was hier so übersteht, nochmal wegschneiden, dass es auch recht ordentlich aussieht. Auch wenn es jetzt nicht ganz mittig ist, ist das nicht ganz so schlimm. Gut, hier drinnen sieht es gut aus. Da kann ich nochmal mit der flachen Seite nachgehen. Und somit löse ich auch hier meine Reste drinne. Also was hier so ein bisschen
Überstand in dem Moment. Gut. Aber, ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Hier ist noch ein Ohrring drauf. Den kann ich allerdings runternehmen. Nicht, dass das mal irgendwie in den Sand reinfällt, sagen wir mal so. Würde wahrscheinlich nicht, aber sicher ist sicher. So, jetzt heißt es, hier rein und reindrücken. So, das sieht doch gut aus. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es denn auch dicht? Aber ich schätze mal, ja, das sieht doch gut aus. Ja, das sollte dicht sein. Ansonsten kann ich von innen mit Silikon nochmal nachgehen. Wir probieren es aber erstmal so aus. Gut. Hier ist mein Schlauch. Das heißt, ich muss jetzt sozusagen meinen Adapter hier reinbekommen wieder. Gucken, ob das so klappt, dass ich hier auch eine vernünftige Dichte habe. Und jetzt kann ich auch hier noch ein bisschen zurück. Also so sieht es jetzt aus. Ja, ich denke mal, das ist ganz okay. Wie gesagt, hätte ich jetzt einen Bogen, wäre es natürlich für mich um einiges einfacher, weil ich muss ja hier rein. Und wir versuchen das doch jetzt mal. Gucken mal. Ja. Ich denke mal, so sollte das mit der Absaugung hinhauen. Wie man jetzt sieht, alles fest. Hier ist auch alles fest. Hoffe natürlich auch, dass es dicht ist. Und ja, Kompressor habe ich auch aufgeladen. Ja. Ich glaube, wir könnten mal einen Test machen. Ich würde sagen, als Opfer habe ich mir den Ständer hier rausgesucht. Der sieht wirklich nicht gut aus. Wenigstens mal so eine, hier fällt sogar schon Rost raus. Wenigstens mal so eine kleine Ecke versuchen und ob das auch mit der Absaugung hinhaut. So hätte ich die Möglichkeit und ja, könnte staubfrei arbeiten. Ja, ich denke mal, das Silikon, das zieht auch an. Da dürfte nichts mehr groß passieren. Deshalb kurzer Test, wenigstens das. Ja, Staubmaske habe ich auf. Und ich würde doch sagen, ich schmeiße den Staubsauger. Nein, meine Abzugshaube. Mal an. Okay. Jawohl. So, und wir testen mal. Na. Das geht doch ohne weiteres. Ja, da war eben irgendwas verstopft. Ich schätze mal, das ist leicht feucht. Aber man sieht, es geht, es funktioniert. Das sieht doch wohl schon gut aus. Ja, der Kompressor braucht noch ein bisschen Luft, deswegen. Gut, aber wie man sieht, funktioniert es. Und
bläst nur noch meine Arme auf. Also, das geht doch. Na, ja, da ist doch ein ganz schöner Sog drin. Schöner wäre es natürlich, wenn man das Ganze ja so ein bisschen milder machen könnte, dass der Sog nicht so extrem ist. Aber ich muss sagen, ja, wo ist der Staub? Der Staub ist auf jeden Fall weg. Ich denke mal, nach und nach wird das auch weniger, umso mehr sich der Filter zusetzt, dass er dann nicht mehr ganz so extrem, ja, auf Spannung zieht alles. Aber, ja, sieht gut aus. Und ich sehe hier auch nirgendwo Sand. Also, ich muss schon sagen, der Abzug ist komplett top. Nichts, was daneben geht. Ja, gut, ich habe eine Stelle eben bemerkt, aber das, ich glaube, da kommt es nicht drauf an, auf so ein bisschen. Das ist wirklich nur minimal. Damit kann man noch ganz gut leben. Und außerdem habe ich hier eben noch die Tür aufgemacht. Was ich aber bemerkt habe, ich nehme mal ein bisschen mehr Licht hier rüber und nehme mal die Kamera in die andere Hand. Und zwar hier, das ist nicht sauber verarbeitet. Hier ist ein Loch drin. Da ist ein Loch. Weiß ich, ja, ich glaube, man sieht es, ne? Hier, da. Ja. Naja, muss auf jeden Fall nochmal repariert werden. Ich selber bin aber so zufrieden. Also, ne, irgendwo muss man sich dann auch mal zufrieden geben. Und das hat jetzt gerade super funktioniert. Gut, mit dem Sandnachschub da, ich denke mal, der ist ein bisschen klamm. Aber, naja, bei so viel Feuchtigkeit, was hier überall rumfliegt, darf das, glaube ich, auch hier in der Garage sogar vorkommen. Gut, ich bin für heute durch. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen sollte, auch wenn es jetzt nur um diese Kabine geht. Aber motortechnisch geht es natürlich jetzt in dem nächsten Video weiter mit 100%iger Sicherheit. Ich habe jetzt den Ständer aus der Kabine rausgenommen und zeige euch mal das Stück, was ich gemacht habe. Ja, das ist das Stück, was ich jetzt erstmal gemacht habe. Wie gesagt, erstmal nochmal zur Probe. Ich denke mal, das Gerät arbeitet schon wirklich gut. In diesem Sinne sind wir auch für heute schon durch. Aber im nächsten Video, wie gesagt, geht es am Motor weiter. Ich sprühe das heute nochmal ein, lasse es nochmal eine Nacht wirken und dann versuchen wir, den Ständer rauszubekommen und ja, dass wir den Motor fertig bekommen. Viel Spaß bei diesem Video und ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch und vielleicht noch ein Like da lassen, trotz allen, auch wenn es nicht jeder für jedermann ist. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall glücklich, dass das Ding soweit schon mal einsatzfähig ist. Gut, bis dahin. Viel Spaß. Tschüss.